Sie denken, sie arbeiten, sie essen. Hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinen Lieblingsfilmen und heute der 13th Floor. Was ein schwieriges Thema ist, aber es ist eine Referenz auf 2024 und was gäbe es Besseres, als diesen Film jetzt zu besprechen. Es ist ein sehr, wirklich sehr dichter Science-Fiction-Thriller von 1999. Also die Atmosphäre ist wirklich zusammengequetscht und gepresst, dass es wirklich aus allen Poren spritzt, dass du wirklich in diesen Film eintauchst und dann solltest du auch wirklich da drinnen sein. Ich habe mir damals die VHS-Kassette gekauft, also ich habe die noch auf VHS und ich habe mir das einmal angesehen, ja, und ich fand den super, aber dann nie wieder. Und ich habe mal ein Video darüber gemacht, ob es euch auch so geht, ja, dass ihr Filme habt, die ihr eigentlich super findet, aber dann ein-, zweimal anseht und das war's, ja, und andere Filme, die viel trashiger sind, öfters. Auch von Nolan, die Batman-Reihe ist bei mir so ein Punkt, wo ich vom zweiten total begeistert bin, aber oft ansehen tue ich mir nicht. Jetzt habe ich ihn mir innerhalb von einem Jahr zweimal zu Gemüte geführt und muss sagen, er funktioniert noch immer, ja. Auch wenn es jetzt ein Science-Fiction-Film ist, der auf das heutige Jahr sich dann spät eine Referenz drauf hat, funktioniert er immer noch ganz gut. Er verwertet leider nicht alle Möglichkeiten, die er hat. Also man muss nicht sagen, bei weitem alle Möglichkeiten. Es ist so ein Mittelding, ja. Also er hätte wirklich mehr Chancen, gerade wenn man Matrix kennt. Der verwertet leider nicht alles, aber er lebt eben durch diese dichte Atmosphäre. Kurz zur Handlung, Fuller hat, das ist ein älterer Herr, eine simulierte Welt geschaffen, 1937, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und er ist dann der User, also die Leute, 1999 sind die User und die können in diese Welt eintreten, also in diese eine Stadt, in ihren Avatar. Der Avatar ist schon da, also der ist so wie sie sind, der sieht gleich aus. Warum oder wie das dann geht, dass man alle Leute dann vorher irgendwie scannen muss, wird nicht thematisiert, aber vielmehr, die haben andere Charaktere. Das wird leider auch nicht thematisiert und wir haben hier für den Film eine Vorlage, das ist ein älterer Film, also das ist ein Reboot quasi hier und ein Buch und hier wird eben nicht thematisiert. Würden diese Menschen, wären sie damals geboren oder in anderen Umständen, weil sie sind alle in anderen Situationen, wären die dann trotz der gleichen Psyche, gleichen Charakters, dann plötzlich so anders oder sind einfach wahllos anders und sehen einfach nur gleich aus. Ja? Aber hier ist natürlich spannend, weil die Schauspieler müssen hier switchen. Ja? Einmal den einen Charakter spielen in der anderen Welt und einmal eben sich selbst. In der Beschreibung findet ihr den Link zu meinem E-Book mit Kessel und Besen. Das lustige Fantasy-Abenteuer ist eine Hommage an Rollenspiele, MMORPGs, Pen and Paper, Fantasyfilme, Kriminalromane und vielem mehr. Ein Junge schlüpft, dezent überrascht, aus einem Ei in einem fantastischen Wald und muss sowohl seine Klasse als auch sein Geschlecht erforschen, bevor er sich in die ersten Abenteuer stürzen kann. Mit dem Kauf meines Buches würde dir mir sehr helfen und jetzt weiter im Text. Stirbt der User in der Simulation? Ja, dann übernimmt der Avatar sein Bewusstsein in der realen Welt, also in 1999. Das wird relativ spät thematisiert. Das könnte man für die Spannungskurve dann schon vorher irgendwann mal erwähnen. Also früh, einiges vorher, dass man dann auch weiß, was hier passiert. Man kann sagen, okay, das Bewusstsein des anderen muss auf dich inzwischen kopiert werden und dort geparkt, während er eben in deiner Welt da sich bewegt und dann wird das wieder geswitcht, das wird alles nicht näher thematisiert. Da kennen wir einfach von Matrix viel mehr, dass hier diese Details kurz, prägnant erklärt werden und dann hat man es einfach irgendwo schon mal gehört. Könnte man machen. Ich finde die schauspielerische Leistung wirklich fantastisch. Ich verstehe, wenn einzelne Leute sich daran stören. Ja, ich kann es theoretisch verstehen. Ich fand es super. Also Vincent Vincent D'Onofrio hat bei Full Metal Jacket mitgespielt und seitdem ist er meiner Meinung nach Kult. Das ist sehr cool, wenn der den Charakter wechselt. Ja. Armin Müller-Stahl, der Hannon Fuller spielt, spricht dann in 1937 so ein bisschen abgehakt. Ja. Das kann man sagen, macht er sich so ein bisschen einfach, um hier
die Distanz oder den Unterschied zu schaffen, ich finde, es passt, ja. Und das trägt wirklich diesen Film. Ohne diese schauspielerische Leistung würde der Film so nicht funktionieren, weil du nicht viel Action hast, aber dazu kommen wir später. Zur Atmosphäre selbst, die Geschichte wird aus der Sicht von Douglas Hall erzählt. Douglas Hall ist die rechte Hand von Fuller. Fuller hatte eben diese tolle Idee mit, wir bauen hier eine Stadt, eine simulierte Stadt, und du kannst dann voll eintreten und hast eben die Gefühle, die es dort gibt. Du bist dann einfach der Avatar dort und es ist 3D und du befindest dich einfach wirklich in dieser Welt. Und Fuller wird jetzt hier getötet. Gleich am Anfang des Films, also das ist die Prämisse, Fuller ist auf irgendetwas dahinter gekommen, Fuller wurde getötet, Fuller sagt, er hat Douglas in diesem Programm eine Notiz versteckt, eine Information, und die ist jetzt offensichtlich so wichtig, dass er dafür getötet wurde. Das ist eine ziemlich coole Prämisse, und Doug erkennt plötzlich, dass er in diese Morde verwickelt ist, kann sich aber nicht mehr erinnern, beziehungsweise dass er diese Morde eventuell sogar selbst begangen hat. Und das ist halt ziemlich cool und das wird nicht so weit ausgespielt. Also da hätten sie wesentlich mehr draus machen können oder zumindest mehr draus machen können, dass Douglas hier auf mehrere Morde draufkommt, in die er irgendwie verwickelt ist, der Druck auf ihn steigt, und da hätte man den Zuseher so ein bisschen mehr noch im Ungewissen am Anfang lassen können, bis dann die Information oder der Informationsfluss beginnt. Bei dem Mysterium wird einfach Potenzial liegen gelassen, aber dann hätte man den Film eben auch, da hätte man 2 Stunden gebraucht. Also heutzutage wäre das wahrscheinlich kein Problem, aber damals war das einfach wahrscheinlich ein bisschen anders. Douglas erkennt erst jetzt, dass die Welt im 13. Stock, ja, in diesem Gebäude funktioniert. Ja. Er dachte, boah, vor dem Protolauf, also Alpha-Beta-Test, sind wir noch Monate entfernt. Das ist überaus unwahrscheinlich oder Quatsch, ja, dass heutzutage, wo wir wissen, wo du in der Puy-Alpha schon testest und wo dann die rechte Hand vom Chef nicht weiß, dass der schon seit Wochen oder Monaten regelmäßig dort einsteigt, dass das alles funktioniert. Ich meine, du weißt ja, funktioniert das Programm, läuft es oder nicht, kann ich einsteigen oder nicht, ja. Und der tut das schon regelmäßig. Das sind so ein paar Sachen, die ein bisschen unstimmig sind. Da könnte man ja sagen, okay, es ist zu gefährlich, weil noch gewisse Sicherheitsfunktionen deswegen nicht funktionieren, deswegen sind wir nicht, haben wir das nicht probiert, und er macht es eben trotzdem oder so, ja. Ja, das lässt jetzt ein bisschen Geschmack nebenbei, aber ist jetzt auch nicht tragisch. Douglas muss jetzt eben in diese Simulation, muss doch dort eine Nachricht suchen, trifft natürlich sehr zufällig genau auf die Charaktere, mit denen er sonst auch zu tun hat. Also so im Vordergrund kommt der Film eigentlich mit relativ wenig Charakteren aus. Und hier, er ist ihm sehr actionarm, ja. Das ist nicht schlimm, aber hier würde es sich einfach sehr gut anbieten. Ja, gerade wenn ich eine simulierte Welt habe, kann ich ein bisschen mit der Physik spielen. Ich hätte mir da nicht viel gewünscht, aber dieser Film ist sehr dicht, nicht besonders schnell. Er hat zu viel Handlung, aber er ist jetzt nicht übermäßig schnell. Er hält seine Geschwindigkeit, das macht er konstant, ja. Er hält diese Atmosphäre. Aber man hätte einfach mehr mit Höhen und Tiefen spielen können. Ja, dass man irgendwo, er hat schon so einzelne Action-Sequenzen, aber das ist eher dann psychischer Stress oder Thriller. Aber ich hätte mir hier eben eher gewünscht, dass sie eben so ein bisschen, also das ist okay, aber dass sie einfach ein bisschen mehr Action machen und dann auch ein bisschen mehr abflachen. Also damit hätte man auf jeden Fall mehr spielen können. Aber ja, gut, das wird wahrscheinlich am Budget gelegen haben, schätze ich mal. Der Twist ist gut aufgelöst, ja, also diese Bilder bleiben dir eben sehr im Kopf. Ist natürlich blöd, weil ja, das Cover uns so schon einiges verrät, beziehungsweise die Informationen schon so erschlagend sind, dass es offensichtlich ist, wie der Twist ist. Das ist nicht tragisch, ja, vielleicht wäre es schlimmer gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, die halten die ganze Zeit hinter einem Berg. Ich habe da ein gutes Beispiel, das ist Heavy Rain, das ist ein Videospiel, wo du einen Protagonisten spielst, und dann kann es auch sein, dass du selbst der Mörder bist, ja. Das ist nett, also jetzt hat jeder Mörder am See, der Mörder sein könnte, und alle verlieren ihre Zeit, was für sich, nur einzelne wissen, dass sie der Mörder sind, ja. Und wenn ich der Mörder bin, frage ich mich nicht selbst in meiner Psyche, wer könnte es denn gewesen sein? Das ist natürlich Quatsch, ja. Und also du wirst dir selbst schon alle Informationen geben, die du hast, wenn du alleine bist. Das machst du vor anderen, aber nicht, wenn ich jetzt diese Person spiele. Also da funktioniert es eben nicht so ganz.
hier hätte man wirklich ganz viel mit dem spielen können, dass Douglas eben am Anfang wirklich nicht weiß, was hier passiert ist. Er wird angeschuldigt. Aber irgendwann müssen sie mit den Informationen raus, ja, weil er hat hier offensichtlich, weiß er nicht, was los ist, und dann ist ihm offensichtlich, mag sein, dass das die beste Entscheidung ist, also das finde ich schon okay. Und deswegen werden am Anfang natürlich Informationen runtergespielt, also das muss man einfach machen, weil sonst ist es einfach zu offensichtlich. Und Doug erkennt dann in diesem Twist, ja, dass er selbst in einer Simulation ist, 1999, und die reale Welt 2024 ist, und sie sind die einzige Welt, die in der Welt oder in dieser Stadt eine eigene Simulation erschaffen haben. Douglas User hat dann diese Morde begangen und wird jetzt zum Antagonisten. Das ist so mein größtes Problem. Er spielt gut, ja, plötzlich ist er böse. Und es wird ihm vorgeworfen, dass er jetzt viele Leute getötet hat. Hier wird noch eine Frau in das Ganze involviert, die Jane heißt. Und Jane ist mit diesem Doug in der Zukunft zusammen, ja, und jetzt haben sie sich auseinandergelebt, weil er ist plötzlich böse und er hat diese Morde begangen. Das wird ihm vorgeworfen. Aber es wird vorher nicht thematisiert, ist es schlimm, wenn ich jemand in dieser Simulation töte, ja. Das wird überhaupt nicht kontextualisiert. Das ist eigentlich egal und er macht das, weil die draufgekommen sind, sie sind in die Simulation, also er macht das eigentlich nachvollziehbar, nicht weil ihm die Morde so Spaß machen, und dann wird ihm aber gesagt, boah, jetzt liebt er das Killen in einer Simulation. Ja, das gehört thematisiert, deswegen ist noch nicht der Böse und er begeht ja nicht jetzt hunderte Morde oder sehr viele, dann wird er so als Massenmörder oder Serienmörder dargestellt, was er nicht ist. Ja, die Morde, die er begangen hat, waren sehr zielführend, das ist was anderes, und diese Psychopathie oder ja, also das als Antagonist, das hätte man hier viel mehr rausarbeiten können. Also das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, dass man ihn hier besser inszeniert. Und jetzt verliebt sich aber Jane in diesen Douglas, weil der hat plötzlich die Psyche, wie der andere 2024 früher gehabt hat. Auch das wurde nicht kontextualisiert. Da hakt es ein bisschen. Ja? Also da hätte der Film einfach mehr Zeit gebraucht, und die Auflösung ist dann, der User stirbt in der Matrix quasi 1999 und der Avatar kommt dann 2024 und die Liebe löst alles auf und er ist dann mit Jane zusammen und denkt sich, naja gut, sie hat sich in mich verliebt oder war ja mit mir zusammen und ich habe jetzt die Chance, in die reale Welt zu gehen. Alle anderen sind egal. Ja? Also was mit allen anderen Charakteren passiert, die wichtigsten werden getötet, dass wir hier kein moralisches Problem haben und dass dann andere Menschen dort leben oder Bewusstseinsformen, ja okay, das wird mal links liegen gelassen. Also, da geht der Film einfach den Weg, dass er sagt, er macht es für die Stimmung, das funktioniert, er macht es für das Mysterium, dann kommt die Auflösung, das macht er alles sehr gut und soweit ist das in Ordnung. Ja. Hauptprobleme, es ist zu viel Handlung. Ich liebe Handlung bei Filmen, ich sage das so oft, deswegen kann ich auch mit Fluch der Karibik 2 und 3 total viel anfangen. Hier hätte man einfach ein bisschen mehr Spielzeit gebraucht. Ja? Also das Schöne ist, der Film hat genug Handlung, kann genug machen, baut auch eine schöne Spannung auf. Ja? Man könnte mehr mit den Spannungskurven spielen, aber sonst ist das okay. Und er hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ein bisschen mehr Details rausarbeiten, ein bisschen mehr vorher inszenieren und dann passt das zusammen. Aber es ist okay. Der Film funktioniert noch heute, ja, das ist meistens ist dunkel in der Nacht, es geht jetzt nicht um viel Technik und viel mehr, wie die Leute miteinander agieren, aber viele Leute sagen halt, sie bevorzugen das Original, ja. Mich würde interessieren, wie hat euch dieser Film gefallen, wenn ihr ihn gesehen habt oder wenn ihr ihn jetzt anseht, funktioniert der für euch so, wie er ist? Ich finde ihn stimmungsvoll, ich finde ihn cool, ich werde ihn wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder ansehen, also ich glaube, das ist ein guter Rhythmus, da funktioniert er ganz geil. Ja? Ansonsten, liebe Kreativskeptiker, segel mal straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.